Hallo und herzlich willkommen zur Vorlesungsreihe Biodiversität. Wir sind bei der Nummer 21 angelangt, haben die Ameisenigel hinter uns gelassen und befinden uns damit wieder in der großen Gruppe der Säugetiere und befassen uns jetzt mit einem kleinen, allerdings komplett ausgestorbenen Zweig, die sogenannten echten Dreihöckerzähner, die Eutrichonodonta. Ich habe so gut es geht die lateinischen Begriffe bzw. griechischen Begriffe der Bezeichnung der jeweiligen Gruppen hier ins Deutsch übersetzt. Kann aber sein, dass es nicht immer ganz sauber ist, weil gerade bei den Fossilien werden halt die griechischen und lateinischen Namen komplett bevorzugt verwendet, weil sie im normalen Sprachgebrauch auch gar nicht mehr auftauchen. Okay, fangen wir einfach an. Und zwar, die Ordnung der echten Dreihöckerzähne ist eine Untergruppe der Säugetiere, wie ich schon sagte, und sie ist eine unsichere Gruppe, einfach aus dem Grund, weil es nicht allzu viele Fossilien gab und die, die es gab, die sind auch nicht besonders gut erhalten und es gibt viele Merkmale, die mehrfach vorkommen und der Streit ist halt dann der, ist es jetzt eine Sache, dass halt zu einer konvergenten Evolution gekommen ist, haben sich in verschiedenen Gruppen dieselben Merkmale gebildet oder aber können wir das Merkmal zu einer einzigen Gruppe zusammenfassen. Hier hat man aber gesagt, nein, das wird höchstwahrscheinlich eine eigene, sehr urtümliche Gruppe der Säugetiere sein und wir eröffnen hier eine und das hat sich später dann nochmal gebildet. Wichtig ist, die haben in Mesozoikum, genau genommen in der Zeitspanne vom Jura bis zur Oberkreide gelebt, das heißt 165 bis 70 Millionen Jahre vor unserer Zeit. Und von den Fossilien sind fast nur Kiefer und Zähne vorhanden, was eine taxonomisch korrekte Gruppierung natürlich entsprechend erschwert. Und die Fossilien wurden in Europa, Asien und Nordamerika gefunden. Also damals war das noch der große Kontinent Laurasia und die sind dort höchstwahrscheinlich mehr oder weniger alle vorgekommen. Natürlich ein paar der Untergruppen nicht überall, aber diese gesamte Gruppe hier, die hat es da gegeben, diese gesamte Ordnung. Das Wichtigste ist auch hier wieder das namensgebende Merkmal und das sind die Backenzähne und die haben drei auffällige Höcker, an denen man das gut erkennen kann. Nun muss ich gleich schon mal ein bisschen vorgreifen, auch wenn das in der nächsten Vorlesung erst kommt. Als auffälligstes Merkmal ist das, ja ich sag mal, nicht gerade ideal. Gut, von der Bestimmung her als Fossilzähne erhalten sich relativ gut, aber es gibt auch viele Vertreter, bei denen die Höcker deformiert sind. Also entweder gibt es dann Spitzen oder es gibt einen, der hat, sieht aus wie als wären es zwei. Von daher so ein richtig sauberes Abgrenzungsmerkmal morphologisch ist es nicht, aber wohl für alle, die in der Zeit damals vorgekommen sind, ist das wohl schon was Besonderes. Und man geht davon aus, dass diese Höcker die Backenzähne scharf gemacht haben, also dass das die Backenzähne eher eine Funktion wie Schneide- und Reißzähne hatten. Und deshalb wird vermutet, dass die Vertreter Karnivoren, Insektivoren oder Omnivoren waren, je nachdem, welche Größe sie hatten, aber zu der Zeit waren Säuger nicht besonders groß, obwohl zu dieser Gruppe hier die damals größten Säuger mit bis zu 1 Meter gehörten. Und von denen vermutet man, dass sie halt auch tatsächlich kleinere Säuger und Raubtiere wie Echsen etc., Reptilien, gefressen haben. Ja, man hat von Hüfte und Beine nur wenig Sachen gefunden. Je nach Vertreter gab es natürlich mehr, bei den meisten eher weniger. Und deswegen ist zu vermuten, dass sie vom Körperbau so ähnlich wie Dachse bis hin zu Flughörnchen waren. Damit man so eine grobe Vorstellung hat. Ihr seht hier rechts ja auch ein Bild, was nachrekonstruiert wurde. Also es ist so eine Mischung zwischen einem Nagetier, kann man fast schon sagen, und einem Raubtier in Form von wie einem Präriehund Dachs. Vermutet wird, dass sich damaligen Urwäldern mit diesen Anpassungen recht gut verstecken konnten und deswegen doch erfolgreiche Jäger waren, wo sie dann halt bei einem Massensterben mit ausgestorben sind. Ja, der größte Vertreter wurde 14 Kilogramm schwer, das Alter ist nicht bekannt, klar, lässt sich schwer nachvollziehen. Und ja, der wurde bis zu 1 Meter groß, auch die meisten waren deutlich kleiner. Jetzt kommen wir zur Taxonomie, die wird uns die nächsten, ich schätze mal 3 bis 4, aber ich glaube eher 3 Vorlesungen, diese hier inklusive wohlgemerkt, beschäftigen, weil die echten Dreihöckerzähner unterteilen sich in die Zweiräuber, Amphilestidae,
Das ist eine Familie. Die zwei Zähne. Amphidontidae ist auch eine Familie. Ebenfalls eine Familie sind die Gobi-Hügelzähne, Gobi-Conodontidae und eine Art Jeholozähne, Jeholodens. Allerdings sind das nur 4 von 8, hier kommen die nächsten. Dann gibt es nämlich noch die Janhöcker-Zähne Alini, Janoconodon Alini, die Liao-Höcker-Zähne Hui, Liao-Conodon Hui, ist eine Art. Dann die Familie der Dreihöcker-Zähne Triconodontidae, das ist halt die logische Weiterentwicklung. Und die antiken Kleidtiere, die Volaticotherini. Und was das für eine taxonomische Größe ist, ist noch relativ unklar. Da wird mal gestritten, ob das Familie oder Gattung ist. Aber es gibt auf jeden Fall mehrere Arten. Also wir müssen bei Familie oder Gattung definitiv landen. Da wir noch ein bisschen Zeit haben, möchte ich gerne die Jeholozäne, also Jeholodens, mitmachen. Und die lebten in der unteren Kreide bis vor ca. 125 Millionen Jahren im heutigen China. Und dort wurden auch die Fossilien gefunden, genau genommen im westlichen Teil der Liaoning-Provinz. Und daher hat er seinen Namen auch bekommen, denn die hieß früher Jeholo, beziehungsweise Jehol. Und man hat dann Jeholo, damit es besser klingt, Dens draus macht oder auf Deutsch Jeholozähne. Bemerkenswert ist, dass das Fossil extrem gut erhalten war. Ich sagte ja, die meisten waren schlecht erhalten, von dem aber ziemlich gut. Und deswegen konnte man hier relativ gute Merkmale ausmachen, die dann wahrscheinlich nicht zu den anderen Dreihöcker-Zähnen gut passten. Das erste war der primitive Beckengürtel mit horizontalen Oberschenkelknochen. Dann, was deutlich spannender ist, ein abgeleiteter moderner Schultergürtel, wie er nur bei modernen Säugetieren vorkommt und vergleichbar mit dem von einem Opossum ist. Das ist für die damalige Zeit schon relativ biologisch modern gewesen und war halt eine sehr gute Anpassung, die es dann viel später im Rahmen einer konvergenten Evolution nochmal gegeben hat. Sonst hätten wir die heute nicht. Dann hatte er verhältnismäßig große Augen, beziehungsweise Augenhöhlen gab. Die Augen selbst hat er nicht gefunden, aber anhand der Augenhöhlen hat man halt bestimmt, dass sie einen Durchmesser von etwa 5 mm hatten. Und er hatte Greifhände. Das war auch eine sehr spannende Sache. Und aus diesen Merkmalen konnte man natürlich Rückschlüsse über seinen höchstwahrscheinlichen Lebensraum und Lebensart ziehen. Denn, ich sag mal so, die Augen, die groß sind und der Kiefer, der sehr gut als Raubtier angepasst ist, lässt vermuten, dass er nachtaktiv war, vielleicht sogar nachts sehen konnte. Und von der Körpergröße her passt es halt gut als nachtaktiver Räuber, dass er wahrscheinlich Insekten gejagt hat. Dann hat er noch die primitiven Hinterbeine mit den, ich sag mal, ganz modernen Schulterblatt bzw. Schultergürtel plus seinen Greifhänden. Und deswegen vermuten viele, dass er ein Baumbewohner war, dass er sich mit den Greifhänden quasi kletternd fortbewegen konnte. Gibt allerdings auch andere Meinungen, die meinen, nee, Moment, das ist unwahrscheinlich, dass er auf dem Baum lebte, da hätte er kaum eine Chance gehabt. Der lebte viel lieber und viel eher auf dem Boden und seine Greifhände hatten sich deswegen als positiv herausgestellt, weil er dann durch das damals dichte Unterholz sich, sag ich mal, leicht kletternd und schneller fortbewegen konnte. Ja, tatsächlich, man kann eigentlich über Gewicht und Alter nichts sagen. Man weiß allerdings anhand des Fossils, dass er ungefähr 30 cm groß war. Und ja, das ist sozusagen der Maßstab, den man anlegt. Es gab, wie gesagt, nicht viele Fossilien. Das war gut erhalten und vollständig. Man kann natürlich jetzt nicht sagen, ist das ein Jungtier, ist das ein adultes Tier. Und daher, klar, gerade bei Säugetieren variiert die Größe dann ja doch recht schnell und stark. Aber man vermutet, dass es halt ausgewachsen war und dass das die ungefähre Durchschnittsgröße des erwachsenen Tiers war. Ja, und damit sind wir am Ende der Vorlesung angelangt. Ich hoffe, es war für euch wieder interessant. Wie es weitergeht, habt ihr ja schon gesehen. Da haben wir noch sechs andere, ja, Familien oder Arten, beziehungsweise eine unbestimmte Taxonomie, die wir abgehen. Ich denke mal, das schaffen wir in zwei, maximal drei Vorlesungen. Und wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr mit dabei seid. Über einen Like wäre natürlich auch ganz nett, hilft den Kanal sehr und mir damit auch. Und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Macht's nicht gut, macht's besser und tschüss.